beim jetzt Patrick Jörg. Ihr habt das Ding noch gezogen, 3-2 gewonnen. Ja, wie glücklich sind Sie jetzt, nachdem das Spiel hier noch gewonnen wurde in Währing? Na, natürlich sind wir glücklich. Das war sehr, sehr emotional am Ende mit vielen Karten heute, wo wir natürlich auch selbst dazu beigetragen haben an der Hektik. Insbesondere, weil wir die erste Halbzeit sehr, sehr schlecht gespielt haben, sehr schläfrig, lethargisch agiert haben. Und irgendwie war für uns diese zwei roten Karten so dieser Hallo-Wach-Effekt, den wir gebraucht haben. Ob es jetzt eine rote Karte oder beide roten Karten war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Situation nicht gesehen. Danach haben wir tatsächlich auch die Nerven behalten und haben nicht die Keule rausgeholt, sondern haben versucht, das Ding auch über die Breite zu spielen. Und dann haben wir auch in den entscheidenden Situationen den Kopf behalten. Aber ich muss ganz ehrlich auch ein Riesenkompliment an Währing ausgeben. Wenn die so weiterspielen mit dieser Energie, mit dieser Leistung, werden sie sicherlich Punkte holen. Das war der erwartet schwere Gegner. Die spielen Abstiegskampf, die haben es begriffen. Ich wünsche ihnen ganz viel Erfolg für die restliche Saison. War das für Sie überraschend, dass Währing so früh attackiert hatte? Nein. Haben sie letzte Woche auch schon so gemacht gegen Trier. Das war fast zu erwarten. Da hat es gut funktioniert. Und auch heute waren sie wieder sehr, sehr aggressiv. Wir haben halt einfach nicht die Räume dahinter gefunden. Haben uns auch schon beeindrucken lassen, insbesondere in der ersten Halbzeit. Aber umso stolzer bin ich dann doch noch, dass wir so eine Nummer drehen können. Weiter Spitzenreiter. Ich weiß, Sie hören es nicht gern, aber Sie gucken nach wie vor. Sie bleiben bei Ihrer Devise nicht auf die Tabelle, oder wie ist das? Ja, wenn Sie mir sagen, wer am zweiten Spieltag Tabellenführer war, ich weiß es nicht mehr. Und der 19. interessiert genauso wenig. Aber die Jungs sind stolz, sie nehmen das natürlich mit und man kann es nicht komplett ausblenden. Ist schon eine tolle Sache, aber am Ende des Tages zählt das heute hier. Und da, wenn du da die Basics auf dem Platz hast, dann bist du auch erfolgreich.